Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Heute auf das Nobelste repräsentiert von der aufregenden Christiane Hörbiger und ihrem Gefährten, dem Autor und Kulturmenschen Gerhard Tötschinger. Mein dritter Gast ist der Cartoonist Tex Rubinowitz, der ein skurriles Reisebuch geschaffen hat. Zu Beginn die Nachrichten aus der Welt der Literatur. William Faulkner, ein Bauer, der schrieb. Friedrich Dürrenmatt nannte William Faulkner den größten Schriftsteller der Welt. Und Ernest Hemingway sagte über William Faulkner, er hat von allen das meiste Talent. Faulkner selbst hingegen bezeichnete sich als Bauern, der gerne Geschichten erzählt. Zum Literaturnobelpreis hat es trotzdem gereicht. Am 6. Juli jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. Bachmann-Preis verliehen. Jetzt steht es fest. Den diesjährigen Bachmann-Preis hat die aus Russland stammende Autorin Olga Martinova gewonnen. Mit ihrem Text »Ich werde sagen, hi« konnte sie die Jury überzeugen. Wir gratulieren. Happy Birthday, Räuber Hotzenplotz. 7 Messer und ein Gewehr, das hat der Räuber Hotzenplotz stets bei sich. Die Großmutter fürchtet sich. Der Kasperl und Zeppel fürchten sich zwar auch vor dem Raubein, aber mutig versuchen sie, ihn zu jagen. Jetzt, am 1. August, feiert das berühmte Kinderbuch »Der Räuber Hotzenplotz« von Ottfried Preußler seinen 50. Geburtstag. Wir gratulieren dem Kaffeemühlendieb allerherzlichst. Gauss stellt sich schützend vor Roma. In Salzburg gibt es weder kriminelle Bettlerbanden noch aggressives Betteln. Das sagt der Autor und Roma-Experte Karl Markus Gauss. Er findet die öffentliche Hetze gegen Roma unerträglich, so der international bekannte Schriftsteller in einem Interview. Es sei einfach nicht wahr, dass jeder Cent, den die Leute erbetteln, an millionenschwere Zuhälter im Hintergrund abgeliefert würde, erklärte Gauss. Starke, mutige Worte von einem sympathisch Unbequemen. Elsie Slonim ist 96, entkam den Nazis und kehrte heim nach Baden bei Wien, wo vor dem Terror die drittgrößte jüdische Gemeinde Österreichs ansässig war. Rosen aus der Sperrzone, Verwurzelung verboten, nennt sie ihre nun erschienenen Memoiren. Wir trafen sie bei der Präsentation im Zentrum für interkulturelle Begegnung in Baden. Symbol für Unschuld, Schönheit und Lebenskraft. Die Rose ist anmutig und erhaben und sie weiß sich zu wehren. Elsie Slonims Lebensgeschichte erinnert an große Weltliteratur. Nun hat sie ihre Erlebnisse in Buchform veröffentlicht. Ihre Jugend verbringt sie in Baden, bis sie vor den Nationalsozialisten fliehen muss. Als sie mich betrachteten, hörte ich das Wort Jud, welches sie im Flüsterton weitergaben. Dann lauter Jud, Jud, Jud. Und zuletzt im Chor Jud, Jud, Jud. Vertreibung, Exil und persönliche Rückschläge kennzeichnen ihren Weg. Über Rumänien, Frankreich und die USA emigriert sie nach Zypern, wo sie Rosen züchtet und 1974 Zeuge der türkischen Invasion wird. Eines Morgens schaue ich heraus und was sehe ich? Der Himmel ist schwarz mit Fallschirmen. Die Invasion hat begonnen. Bis heute lebt sie abgeschieden in der militärischen Sperrzone zwischen dem griechischen Süden und dem türkischen Norden der Insel. Ich denke nicht daran. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt, und denke, es wird weitergehen. Und das Militär lässt mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Auch die Gründung des Staates Israel erlebt sie aus nächster Nähe. Doch nicht nur weltpolitische Ereignisse, sondern auch private Anekdoten finden Einzug in ihr Werk. Ich bin von Pinsk. Minsk und Pinsk sind Schwesternstädte. Ach, ich freue mich so, er ist herausgekommen, er hat mich geküsst. Vielleicht sind wir verwandt. Das Gefühl der Heimatlosigkeit begleitet sie ihr ganzes Leben. Aber auch ihren Humor hat sie sich bis heute bewahrt. Welche Bedeutung ihr Werk für zukünftige Generationen hat, unterstreicht Verleger Johannes Martinek. Ich glaube, Bücher sind
ein Mittel, das Wissen um gute und um böse Dinge zu tradieren. Wir halten es als für eine Verpflichtung, das, was einmal geschehen ist, nicht wertend, sondern objektiv weiterzugeben. Elsi Slonims Rosen aus der Sperrzone ist ein beeindruckendes Zeitzeugnis von knapp 100 Jahren europäischer Geschichte. Mein Zuhause ist hier. Wenn ich einen Schritt in Österreich tue, dann fühle ich, ich bin da. Spanien kollabiert vor den Augen der Welt, aber als Schauplatz und Herkunftsland von Literatur ist es eine Großmacht, die eine Lesereise lohnt. Alle, die Spanien besucht und bereist haben, können von den landestypischen Eigenheiten erzählen. Und in Ferienlaune erfreut man sich daran, mehr oder weniger. Sei es der Flamenco-Tanz, die Stierkämpfe oder die für Nordeuropäer ungebräuchlichen Terminabsprachen, für die man keine Uhr, sondern einen Kalender benötigt. Gut, es sind Ferien, was soll's. Aber wie ist es, wenn man dort lebt? Diesen Einblick verschafft uns Andreas Truwe in seinem Buch Selbstversuch Spanien. Und es sind Abgründe, die sich im alltäglichen Leben dort auftun. So kann eine falsch abgelesene Gasuhr in die Katastrophe führen. Spanien im richtigen Leben, messerscharf beobachtet und mit einem Augenzwinkern aufgeschrieben. Allen zu empfehlen, die nicht nur den Strand kennenlernen wollen, sondern auch die Gepflogenheiten des Landes. Ob wir sie dann verstehen, ist allerdings eine andere Frage. Was für ein wunderbares Buch. Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Zafón erzählt die Geschichte des Botenjungen David Martín, der sein schriftstellerisches Talent entdeckt. Von dem Geld, das er mit Groschenromanen verdient, mietet er ein düsteres Haus. Seine Verleger nutzen ihn aus und der Roman, den er veröffentlicht, wird verrissen. Als bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert wird, überredet ihn ein mysteriöser Verleger zu einem seltsamen Buchprojekt, das alles in seinem Leben verändert. Drei Ausländer trinken heftig an der Costa Brava und werden dann tot aufgefunden. Alle drei sind krebsrot und haben ein unerklärliches Lachen auf den Lippen. Für Rafael Corrales von der Guardia Civil ist der Fall klar. Er tippt auf giftige Quallen, die allerdings nur Touristen gefährlich werden. Inspektor Sakamura, der von Interpol ausgesandte japanische Zen-Meister, hat jedoch den berechtigten Verdacht, dass viel mehr dahinter steckt. Und er hat offensichtlich recht. Im Buch Die lachenden Leichen von Pablo Tousset lachen nicht nur die Leichen, sondern auch der Leser. Klaus Reitan von der Furche, diesem schönen Sendeformat und mir persönlich in Freundschaft verbunden, las für uns das Buch mit dem allseits klangvollen Titel Für ein Lied und 100 Lieder. Was ist es? Das Buch, welches ich rezensiere, versuche Ihnen ein bisschen vorzustellen, ist vom jungen chinesischen Dichter, Literaten, Autor Liao Yiwu und trägt den Titel Für ein Lied und 100 Lieder. Der Roman erzählt seine Geschichte, China zu entdecken, das Leben zu entdecken, das Leben zu beschreiben und sich an der Demokratisierungsbewegung von 1889 zu beteiligen. Das hat er getan. Er kommt in Untersuchungsgefängnisse, Gerichtsgefängnisse und Strafgefängnisse. Was ist dort verboten? Zu singen. Er singt ein Lied. Das Lied, das er singt, ist der Tradition, der chinesischen Literatur entsprechend, ein Gedicht. Dieses Gedicht erzählt eine Geschichte, also kein Liebesgedicht. Und er wird dafür außerordentlich hart bestraft. Was heißt, was erbärmliche
entwürdigende, die Menschen brechende Haftumstände. Ja? Also, eine der Strafen für die Strafgefangenen ist, die Hände auf den Rücken gefesselt zu bekommen, wenn sie Verstöße begehen, irgendwelcher Art. Was heißt, Hände auf den Rücken gefesselt zu bekommen? Der jeweilige Gefangene braucht für jegliche Verrichtung einen anderen. Für jegliche. Ein Gefangener hat die Rückenfessel nach einem Jahr und 5 Monaten wieder herunterbekommen. Das heißt, sie können in Wahrheit nicht mehr die Arme bewegen. Die Gelenke sind kaputt. Und aus den Achselhöhlen sind die Maden herausgefallen. Ja? Also so zynisch kann man gar nicht sagen, dass Maden ohne dies aseptisch sind. Ja? Man kann über China der Gegenwart nicht mehr unbefangen sprechen, kennt man dieses Buch, kennt man die tatsächlich erlebte Geschichte von Liao Yiwu und damit Tausender anderer, die aus Gründen ihrer Überzeugung in die Fänge der Justiz und in die Gefängnisse gerieten. Sie können nicht mehr unbefangen über China heute sprechen, wenn man das gelesen hat. Und jetzt folgen Sie mir in den hochsommerlich wuchernden Dschungel der Neuerscheinungen. Martin Suter. Abschalten. Erschienen bei Diogenes. Zu haben um 15,40 Euro. Fulminante Kurzprosa über das Urlaubsverhalten der Manager. Wie viel mal schlafen, bis Papi wieder abreist, fragen die Kinder, wenn der Haushaltungsvorstand seinen familiären Verpflichtungen im komprimierten Verfahren nachkommt. Herrliche Skizzen von gehetzten, Trendsüchtigen und Burnout-Geplagten. Von einem, der selbst im Metier tätig war. Paul Auster. Sunset Park. Erschienen bei Rowohlt. Zu haben um 20,60 Euro. Der Altmeister in gewohnt großartigen literarischen Umständen entwirft eine Kain- und Abel-Geschichte im gehobenen amerikanischen Patchwork-Milieu. Ein Halbbrudermord von Miles, dem wandernden Tod, am Bobby, dem Kindskopf. Suggestive Meisterprosa. Rahim Tagizadegan, Eugen Maria Schullack, Roland Döringer. Das Ende der Wut. Erschienen bei Ecowin. Zu haben um 14,90 Euro. Dass sich die Gesellschaft unter einem so dummen Wort wie Wutbürger zur Erneuerung sammeln könnte, hat ohnehin kein denkender Mensch vermutet. Der Kabarettist Roland Döringer, Exponent der neuen Aufgebrachtheit, hat sich mit 2 Philosophen der Veredelung zum Denkbürger verschrieben. Viel Glück dazu. Frank Gosen, Sommerfest. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Zu haben um 20,60 Euro. Frank Gosen ist 46, ein Original aus dem Ruhrpott und ein kraftvoller, schnörkelloser Chronist seiner Generation. Wie der Schauspieler Stefan ein Wochenende bei der Oma zur Geschichtsforschung in eigener Sache nützt. Das ist sprachmächtig, mit Liebe und Humor geschrieben. Lesenswert. Anne Butterfield. Ich bin da noch mal hin. Erschienen bei Malik. Zu haben um 20,60 Euro. Die Engländerin hat in ihrem Leben schon einiges geleistet. Zum Beispiel trägt sie eine Harry Potter-Brille und hat vor 11 Jahren mit Harpe Kerkeling den Jakobsweg bezwungen. Nun machte sie sich abermals nach Santiago de Compostela auf. Diesmal ohne den Krawallkomiker, dafür aber mit dem Fahrrad. Und wenn Sie wissen wollen, wen außer die Verfasserin dieses Faktum interessieren soll, so leite ich die Frage gern an mein treues Tischbein weiter.
So, und jetzt bist du wirklich hin. Meine Damen und Herren, Christiane Hörbiger ist ein Phänomen in vieler Hinsicht. Sie musste den mit tonnenschweren, mythenbeladenen Namen nicht ändern, um eine große Schauspielerin mit Massenpopularität zu werden. Sie hat sich um ihr Geburtsjahr 1938 nie herumgedrückt. Und sie ist von einer Alterslosigkeit, die sie ermächtigt, erotische Frauen ebenso darzustellen wie Sterbende auf der letzten Strecke. Ein Porträt zu Beginn. Jede Krise hat auch ihre gute Seite. Die Konditorei, in der ihr ihre Eltern Attila Hörbiger und Paula Wesseli eine Lehrstelle verschafft haben, geht in Konkurs. Nane wird nicht Zuckerbäckerin, sondern Schauspielerin. Seither backt Christiane Hörbiger dicke Brötchen auf den bedeutendsten Bühnen im deutschsprachigen Raum. Wer? Ich? Die Kammerschauspielerin bezaubert in über 100 Film- und Fernsehrollen und erhält die Platin-Romy für ihr Lebenswerk. Das kann ja nicht sein. Anlässlich ihres 70. Geburtstags erscheint ihre Autobiografie, in der Lebensgefährte Gerhard Tötschinger natürlich nicht fehlen darf. Ins Studio kommen die beiden heute gemeinsam, in Begleitung von Hörbigers Hund Loriot. Wir freuen uns auf drei unvergleichliche Originale der Film- und Fernsehgeschichte. Frau Hörbiger, willkommen. Wie schön, dass Sie hier sind. Was trinken Sie denn, Rotwein oder Rivella? Rivella, bitte. Wirklich? Ja, wirklich. Der Hund trinkt aber Rotwein, nicht? Der Hund trinkt Rotwein und frisst jetzt seinen Lieblingsknochen, den wir mitgebracht haben. Der heißt Loriot. Ja. Ist das eine besondere Zuneigungsbekundung an den... Nico von Bülow im Nachhinein, ja. Denn er hatte recht, wenn er gesagt hat, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Und er ist mein Entzücken seit einem halben Jahr. Und ich war richtig traurig, wie ich gedreht habe in Hamburg und hatte ihn nicht bei mir. Aber zur Arbeit kann man ihn nicht mitnehmen. Das verstehe. Nicht. Warum? Ist er fordernd, Zuwendung? Ja, fordernd. Und dann würde er im Wohnwagen sitzen und ich muss mich konzentrieren und muss ihn dann dauernd also irgendwie beschäftigen. Oder ich müsste jemanden beschäftigen, der auf den Hund aufpasst. Aber das ist jetzt ein zu... weit auslaufendes Thema. Wie gefällt Ihnen denn das Porträt, das der Oskar Stocker von Ihnen angefertigt hat? Sehr hübsch. Gott sei Dank. Es gibt etwas wieder von Ihnen. Ein bisschen eine Härte, aber das ist ja manchmal auch in meinem Gesicht drinnen. Das wird sich bei Ihrem Beruf nicht ganz vermeiden lassen. Sonst müssten Sie sozusagen Hannerl Matz gewesen sein, prolongiert. Das nicht so dringend empfehlenswert. Liebe Frau Hörbiger, es gibt etwas, was mich immer speziell fasziniert, das ist diese Außerkraftsetzung des Alters. Sie spielen erotische Frauen, die auf ihrer Existenz beharren, ebenso wie Sie Sterbende auf der letzten Strecke dargestellt haben. Es ist eine jugendfetischistische Zeit heute. Wie behauptet man sich denn da überhaupt? Ich glaube, dass die Zeit von Jugendfetischismus vorbei ist. Wir werden alle älter. Gott sei Dank, auch mein Publikum wird älter und altert einfach mit mir mit. Und Sie wissen ja, wie das ist, wenn man mit jemandem sehr lange verheiratet ist. Man merkt gar nicht, dass der älter oder schircher wird. Erst nach einer Weile, wenn man ihn mit einem anderen vergleicht, könnte man draufkommen, ah ja, der war mal hübscher eines Tages. Also es ist wie eine lange Ehe zwischen meinem Publikum, also dem Publikum, das meine Filme anguckt, und mir. Das ist eine lange Ehe. Und die Leute werden heute älter. Schauen Sie, es hat jetzt der Brandauer einen Film gemacht über Alzheimer. Ich habe einen abgedreht, einen sehr schweren, aber sehr schönen Film. Drehbuch Thorsten Nether, das war eine wunderbare Sache in Hamburg. Eine Frau, wo der Sohn nicht wahrhaben will, dass die Mutter Alzheimer hat. Also Alter heißt nicht immer Alzheimer, das ist mir schon klar. Aber trotzdem, der Alterungsprozess kommt immer mehr in den Alltag auf uns zu. Und das ist zum Arbeiten mein Glück. Weil ich gerne arbeite und gerne lange arbeite. Sie drehen viel. Oder spüren Sie irgendwelche Einschränkungen in der Nachfrage, in der Begehrlichkeit? Nein, in der Begehrlichkeit Gott sei Dank nicht. Es gibt selbstverständlich Einschränkungen. Ich weiß nicht, wie weit Sie darüber orientiert sind.
der Ghetto-Film, für die ich einige Filme gemacht habe, ist heuer etwas sparsam mit Aufträgen. Und so mache ich wie im Gegensatz zu vorigem Jahr, wo ich 4 Filme gemacht habe, aber so viel älter bin ich in dem einen Jahr auch nicht geworden. Also hat das mit Alter nichts zu tun. Voriges Jahr habe ich 4 Filme gemacht und heuer 2. Also, und 3 wäre das Ideale. Voriges Jahr habe ich gespürt, das war ein bisschen viel. Mhm. Sie sehen, der Hund ist gleichfalls über diesen Zustand empört. Was die Ghetto-Filme soll sich also vorsehen. Ja? Sonst hat es halt den Hund dort einmal. Ja. Auf der anderen Seite waren Sie plötzlich selbst Gegenstand von Literatur. Sie erinnern sich an das Stück Burgtheater von Elfriede Jelinek. Es war eine grausame Phase, ein tolles Stück, aber es war hart. Es wurden Ihre Eltern und Ihr Onkel Paul Hörbiger als eine bizarre Nazi-Partie von feiernden Unholden dargestellt. Sie selbst als eines von 3 eher schrecklich gewängelnden Kindern, die am Schluss sogar noch von der Mutter umgebracht werden wollten oder sollten. Ein hoher Preis? Es würde sich hier eine Einzelsendung mit mir lohnen, wenn ich Ihnen das alles erzählen würde, die Geschichten. Man hat auch Frau Jelinek, während sie das Stück geschrieben hat, darüber aufgeklärt, dass es nicht so war. Und zwar von Leo Bay, das war einer der berühmtesten Ausstatter des Burgtheaters. Jetzt egal. Darum geht es nicht. Ich kann mich nur erinnern, ich stand in Hamburg, ich habe dort gedreht und stand in Hamburg im Sommer vor der Kamera und bin spazieren gegangen in der freien Zeit und da war die Vorankündigung von dem Stück Burgtheater unter der Intendanz von Zadek. Und da stand nur, das ist die schreckliche Geschichte von Wessely Hörbiger mit diesem grauenhaften Dreimäderlhaus. Die Geschichte müssen Sie gesehen haben. Ich bin fast vom Trottoir nach hinten gefallen vor lauter Schreck, wie ich diese Ankündigung gelesen habe. Und mich hat dann meine wunderbare Kollegin Iris Berben darüber hinweg getröstet und hat gesagt, Christiane, das ist der Neid. Sei ganz ruhig, das ist der Neid, der auch bei Frau Jelinek zu dieser Zeit hochgekommen ist. Und davon bin ich auch überzeugt. Aber genug von Frau Jelinek, es interessiert mich heute nicht mehr. Mhm. Sie kann meinen Eltern nicht mehr wehtun, mir hat sie nie wehgetan. Also so ist es für mich kein Thema mehr. Der Nobelpreis berechtigt? Das glaube ich schon, obwohl mir diese Worthämmer, die man von der Bühne herunter hört oder wenn man anfängt, die Bücher zu lesen, sie ermüden mich einfach schrecklich. Es ist wunderbar, dass sie eine österreichische Autorin den Nobelpreis bekommen hat. Das ist also wie auch immer sie ihn gekriegt hat. Aber mir ist sie zu anstrengend. Die ganze Sprachmelodie ist mir zu anstrengend. Mhm. Nun, mit dem Fortschreiten des Alters werden die Rollen auch härter und fordernder, wenn Sie eine Sterbende spielen oder so etwas, beängstigen Sie solche Perspektiven? Es nimmt mich natürlich mit im Hotelzimmer, wenn ich dann alleine bin nach einem Drehtag. Und man denkt selbstverständlich immer an die eigene Endlichkeit. Auch bei dieser Alzheimer-Frau, die ich da gespielt habe. Das ist ein unangenehmes Hineinsteigen in die eigene Seele und in das Gefühl, na, wirst du hier im Schlafzimmer sterben oder werden sie dich noch ins Spital bringen? Und man sieht Sterbende vor sich und man sieht Menschen vor sich, die weggetreten sind. Bei diesem Film, entschuldigen Sie, es ist die jüngste Erinnerung, die ich jetzt habe, weil ich erst vor 3 Wochen fertig geworden bin. Sogar mein Maskenbildner in Hamburg hat sich 14 Tage lang beschäftigen lassen als Azubi quasi in einem Alzheimer-Pflegeheim. Und was man da, wenn man das gesehen hat, pfeift man natürlich nicht, wenn man auf die Straße geht. Und so ist es auch mir jeden Tag gegangen, wenn ich dann ins Hotelzimmer heimgekommen bin. Haben Sie... Man nimmt das mit, ja, selbstverständlich. Das, und man nimmt die Angst vorm Sterben mit, selbstverständlich. Mhm. Und man erinnert sich, wie man den letzten Atemzug der Mutter gesehen hat. Ich hatte das Glück, muss ich sagen, aber nicht wegen schauspielerischem Lernen, sondern weil damit etwas abgeschlossen war. Ich hatte das Glück, bei meiner Mutter beim letzten Atemzug dabei zu sein und bei meinem Vater beim letzten Atemzug dabei zu sein. Und dann versteht man diese Endlichkeit, dieses Aus. Es ist absolut zu Ende. Auch der Lebenskampf ist zu Ende und es ist vollbracht. Habe ich bei meinen beiden Eltern, wie ich sie tot gesehen habe, liegen, habe ich gesagt, es ist für sie wie ein So. Wir haben es gemacht, es ist vollbracht, so gut wir konnten. Mhm.
das zum Thema Sterben, was man da alles mit sich mitnimmt und die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Oh, natürlich habe ich schön brav gelesen und lese alle Bücher von Gerhard Tötschinger und das mit großem Vergnügen, weil man, es ist so ein lebenslustig, vor allem wenn man dann kommt von so einer Arbeit oder solchen Gedanken, wie ich es Ihnen gerade unterbreiten durfte, ohne dass Sie mich unterbrochen haben. Na, Dankeschön. Dann lese ich das Hier wird nicht unterbrochen, außer jetzt gerade, aber sonst nie mehr. Dankeschön. Und mein Lieblingskapitel in dem Buch ist also die Spaziergänge durch die Märkte in Italien. Das ist einfach etwas, was einen so glücklich macht. Und man denkt an Essen und Trinken und Farben und Eis und alles Mögliche und Lebenslust und Freude und Meer. Und das war ein wunderbarer Ausgleich. Sie entrieren ihn unwiderstehlich. Trotzdem möchte ich Sie noch schnell was fragen. Wer war denn der beste Jedermann, den Sie je gesehen haben? Naja, ich könnte jetzt leicht sagen, der Vater, weil er der Erste war einfach. Das war der erste Eindruck vom Jedermann überhaupt. Das ist diesmal nicht der Hund, das ist ein Flugzeug, ja? Nein, der nagt jetzt ganz glücklich an seinem Knochen. Für mich muss ich sagen, war es der Vater, meine Mutter hat immer sehr kritisch gesagt, der Mäusi war der Beste, aber den habe ich natürlich nicht mehr gesehen. Ich glaube, dass der Ewald Balser auch ein sehr guter war, vielleicht weniger lebenslustig. Ich glaube nicht, dass der so ein heiterer Jedermann war. Ovčarek finde ich sehr, sehr gut, was ich gesehen habe. Das ist natürlich eine ganz neue Auffassung. Mhm. Und ich habe ihn gespielt mit dem Schröder. Das war zur Wirtschaftswunderzeit. Mhm. Und das hat Lindberg damals auch großartig eingebracht. Ich war so ein bisschen eher eine verkleidete Dame als ein irdisches Wesen. Ich hätte so gern damals barfuß gespielt. Mhm. Das hat man mir nicht gelassen. Ich musste das so machen, wie das die Bühnenbildner damals gemacht haben. Allerdings ein hinreißendes Kleid hatte ich, das weiß ich noch. Mhm. Aber was für eine seltsame, das ist ja überhaupt keine Rolle. Was ist die Bullschaft? Die gar ist eigentlich nichts. Es gar ist nichts. Überhaupt keine Rolle. Sie hat nur, es wartet jeder, hält sie den Schrei durch, den Atem, wenn sie abgeht, weil das irgendwann einmal dem Reinhard eingefallen ist, was ja sehr gut ist. Aber sonst ist sie nur mit ausgebreiteten Armen, heute tut sie dem die Gedichteln aufsagen, so ein bisschen von Psychologie oder sowas, keine Rede. Man muss schön sein, man muss laut sein, man muss ein gutes Dekolleté haben und den Schrei schaffen am Schluss. Können Sie sich erinnern, als Maddalena Grippa das gespielt hat, die eigentlich gar nicht Deutsch konnte, nur jeder Mann, ein großer Bund, es war völlig wurscht. Die war halt da und dann ist sie weg gewesen. Nicht? Ich glaube, dass die vielleicht nicht so besonders wie soll ich das sagen, manchmal auch ein bisschen angezweifelte Kollegin, die Veronika Ferres, die ein prima Kerl ist, das nur ganz nebenbei, die war meiner Meinung nach die ideale Bullschaft, denn sie war schön, sexy, sie war selbstbewusst sexy, was noch einmal ein großer Unterschied ist, und hat ihre Sexualität nicht auf dem Tablett hergetragen, sondern sie war es einfach. Also die, als Botschaft würde ich sagen, war es für mich die. Also ich fand grandios die Sophie Reuss, der war die Rolle so zuwider, dass sie so unglaublich komisch geworden ist in der Rolle. Das war ein purer Akt des Widerstandes. Ach so, wunderbar. Ja, und die hat das mit sich vor sich hergetragen, dass sie eigentlich nicht die Rolle ist. Na so ist es. Ja, ja. Liebe Frau Hörbiger, tausend Dank. Bitte bleiben Sie hier. Sie werden doch nicht weggehen, wenn Tötschinger kommt. Was würden die Leute da glauben? Bleiben Sie bitte da. Gerne bleibe ich. Danke. Meine Damen und Herren, Gerhard Tötschinger ist Angehöriger einer stark ausgedünnten Spezies. Er ist Kulturmensch von universaler Bildung. Seine Sachbücher haben literarische Qualität. Kürzlich hat er eine trotzige Liebeserklärung an Italien herausgebracht. Ein Porträt zu Beginn. Schauspieler, Regisseur und Intendant. Am Theater ist Gerhard Tötschinger ganz in seinem Element. Wie jeden Abend. Eine Bitte. Sind Sie etwas grantiger zu ihm? Zu seinen großen Leidenschaften zählt auch der Denkmalschutz. Tötschinger selbst gehört mittlerweile zu den Urgesteinen im Fernsehen. Ob feine Anzüge, Pfeifenrauch oder guter Wein, Gerhard Tötschinger ist ein Genussmensch. Der Kommentatore, so sein italienischer Ehrentitel, gilt als Liebhaber des Landes. In seinem neuen Buch Viva l'Italia wird diese Sehnsucht spürbar. Aufgrund einer Venenerkrankung muss 2009 sein linker Fuß amputiert werden. Sein Frohsinn aber bleibt ungebrochen. Er sammelt Spielzeug und hat sich seinen Humor bewahrt. Viva Gerhard Tötschinger! Musik
Gerhard, servus. Wie geht's dir denn? Bist du wohl auf und was trinkst du vor allem? Rotwein oder Rivella? Wohl auf? Ja. Könnte jetzt zum Scheine sagen, Rivella. Ja. Rotwein. Das sind die richtigen. Nämlich die, die zum Schein Rivella sagen, das sind meistens Alkoholiker, weißt du, verborgene. Nein, ich trage das offen vor mir her. Ja, ja, Gott sei Dank, siehst du, das so gehört. Nahverhältnis zum Wein, habe auch viel für ihn gemacht im Laufe der Jahre. Viel geholfen zu der Zeit, wo er in Österreich im Eck gestanden ist und er beschimpft wurde. Schade, das haben sie angeschüttet auch noch. Aber ich habe kein gutes Verhältnis zum Wein, das ist. Sonst, aber du bist einmal beim Buffet neben mir gestanden und hast gezeigt, dass du ein gutes Verhältnis zum Essen hast. Denn wir haben beide, intelligent wie wir sind, das Gleiche ausgesucht. Und zwar war das im Sacher bei einem Buffet. Und da hast du ebenso wie ich genommen verschierte Laberln und dazu Erbsen und ein Kartoffelpüree. Und hast leise A vor dich hin und B zu mir gesagt, das ist ein natürlicher Gottesbeweis. Wirklich? Woher weißt du das? Ich gehe ja nicht. Ich gehe ja praktisch nie zu Buffets, aber bitte, ja, da damals aber war ich halt. Wahrscheinlich, weil es Faschiertes und Püree gegeben hat. Ja, das ist nämlich wirklich, da hast du recht, das Faschierte. Gell? Das Faschierte ist ein bisschen ein Gottesbeweis. Das ist schon eine ganz besondere Geschichte. Du, jetzt sag mir mal etwas. Jetzt bist du wirklich, wie ich gerade sagte, ein Kulturmensch und ein Intellektueller von Gardeformat. Aber wie lebt sich's denn an der Seite einer so populären Dame? Ist das nicht hart manchmal? Nein, es ist wunderbar. Und zwar nicht deswegen, weil sie es hört, sondern weil es einfach so ist. Erstens einmal, wie wir ein Paar wurden, waren die Größenverhältnisse noch anders. Zweitens, die Frau ist ja erstens einmal ein ideales Publikum. Ich lache gern. Wir können auch nach fast 3 Jahrzehnten miteinander noch gut lachen. Worüber? Na, über die mich. Weltlage. Über die Weltlage noch am wenigsten. Nein, wir lachen über Ereignisse am Theater, wir lachen über, was ist gestern passiert. Wir können, oder aus der Hüfte geschossene Pointen, da ist sie sehr gut. Mhm. Kurz und gut, es lebt sich an der Seite der Frau sehr, sehr unterhaltsam. Und sie ist unglaublich interessiert und interessiert sich nun nach vielen Jahren auch für Dinge und Themenkreise, wo sie damals, wie wir ein Paar wurden, sie überhaupt nicht interessiert hat. Jetzt interessiert sie das auch. Toll. Naja, aber sag einmal, warum ich dich beneide, ist diese Italien-Begeisterung. Es geht ein bisschen wie mir mit Griechenland. Ich habe Griechisch in der Schule gehabt und ich weiß, alles kommt von dort her. Aber jetzt ist Italien in gewisser Weise bananenrepublikanisch von einem elektronischen Idi Amin über Jahre sozusagen regiert worden. Eine Chaos-Gesellschaft. Was hält einen dort noch? Eins. Erstens viel. Zweitens, das mit Griechenland, das habe ich auch. Meine Matura ist auch eine humanistische. Mhm. Und ich habe auch viel, viel gemacht, um dem humanistischen Gedanken zu helfen. Gelesen, geredet, gekämpft, Fernsehserie gemacht, Dialoge mit Herodot und so weiter. In Griechenland, das heutige Griechenland, es ist ja alles gut und schön, aber das heutige Griechenland ist halt viel flacher als das alte Griechenland, das muss man halt leider sagen. Wohingegen das heutige Italien sehr vieles zu bieten hat und dann haben sie diesen Wahnsinn begangen, sich diesem Clown in die Arme zu werfen, weil das ist eine Beleidigung für den Beruf des Clowns, also dieser grotesken Figur. Aber Zustand wie im alten Rom, könnte man doch sagen. So ist es, wie im alten Rom, knapp vor dem Ende. Ja. Und die Italiener haben sich besonnen eines Tages und haben gesagt, das geht so nicht mehr weiter. Das ist ein Skandal, den müssen wir wieder loswerden. Und die Stimmung ging in Italien ja so hinunter, jahrelang mit Berlusconi. Und dann auf einmal haben sie auf den Tisch gehauen. Es gab immer Widerstandsnester, das muss ich schon sagen. Es gab von Umberto Eco bis Claudio Magris ganze Menge von aktiven Kämpfern. Und die gibt es überall, sogar bei uns. Und das sogar bei uns, ja. Wenige heimlich, ich nicht gern sagen, aber es gibt sie. Und die haben in Italien dann auf den Tisch gehauen eines Tages und wurden immer stärker und stärker und stärker. Und dann haben sie Gott sei Dank diesen lächerlichen Latin Lover, diese Karikatur eines Latin Lovers hinausgeschmissen. Und seither geht es ja wieder aufwärts. Und sie machen das alleine, nicht wie die Griechen mit Jammern und Schimpfen über Deutschland und Schimpfen über die anderen Europäer und noch mehr Geld wollen, sondern die Italiener haben zum Beispiel gegründet eine Gruppe, wo Industrielle gemeinsam ihre Staatsschulden aufkaufen. Das waren, wie ich das Buch geschrieben habe, 17.000, vielleicht sind es mittlerweile mehr. Und die kaufen die Staatsanleihen auf. Und bis jetzt haben die Italiener nicht in Brüssel gejammert oder in Straßburg, wir brauchen dringend Geld. Und das imponiert mir sehr. Jawohl. Wir, meine Damen und Herren, sehen uns aber einen kurzen Beitrag zu Gerhard Tötschingers aktuellem Buch an. Viele Geschichten und Anekdoten gibt es in diesem Buch.
Nehmen wir zum Beispiel Frau Leitgeb, die gerne nach Italien reist, jedoch kein Italienisch spricht. Naja, fast keines. Prego und grazie, das geht schon. Und dann sucht sie in Venedig diesen speziellen Palazzo. Wen fragen, ist die Frage? Na, einen Carabinieri natürlich. Und was für einen. Er kennt den Palazzo nicht, telefoniert aber herum und siehe da, der Palazzo wird gefunden. Oder die Begegnung mit Pupella Macho, die in Fellinis Film Amarcord die Mama gespielt hat. Auf einer Piazza wurde Gerhard Tötschinger ihr vorgestellt. Man trank Espressi und Wein und plötzlich waren die beiden einfach per Du. Die 85-Jährige sagte bei ihrem zweiten Glas Wein zu Tötschinger, der sein drittes bestellte, Tu bevi un po, du trinkst ein wenig. Mehr eine Feststellung als eine Frage und der Anfang eines langen Dialogs. Lust auf mehr solcher Geschichten? In Viva l'Italia von Gerhard Tötschinger werden Sie Italien lieben lernen. Sollten Sie es jetzt noch nicht tun. Gestatten Sie mir doch beide eine persönliche Frage. Wie ist es, wenn man mit einem doch so imposanten und virilen Menschen lebt und plötzlich bricht über den ein Schicksal, eine Behinderung, eine Krankheit, Schmerz herein? Bringt einen das näher zueinander? Gibt es Momente, wo man verzagt? Was tut man da? Soll ich antworten? Ich weiß noch, dass, wie das passiert ist. Mein Gott, man betet natürlich und hofft, dass diese Amputation des halben Beines nicht notwendig sein wird und was immer man in Angstsituationen tut. Ich hatte damals knapp danach eine Romy überreicht bekommen. Ich glaube, Edi fürs Lebenswerk oder was. Und Götz-George saß neben mir und sagte zu mir, na, das ist ja furchtbar, was dem Gerhard passiert ist. Und das ist ja ganz schrecklich und das ist ja ganz furchtbar. Und ich habe nur so gemacht. Mhm. Und dann sagte er, na, du scheinst das ja sehr cool zu nehmen. Da habe ich gesagt, ich kenne Schlimmeres. Der Vater von meinem Sohn ist an Herzinfarkt gestorben. Er ist Gott sei Dank nicht gestorben. Und so muss man es sehen. Er hat das wunderbar philosophisch irgendwie in den Griff bekommen. Natürlich nach vielen, vielen Irrtümern auch, zum Teil von Ärzten. Aber er hat eben dann auch Ärzte gefunden, die wunderbar waren und er hat überlebt. Also wenn ich dann beides vergleiche, sage ich Gott sei Dank, es ist gut ausgegangen. Ja, ich meine, es hat uns A nicht auseinandergebracht, B hat mir unsere griechisch-lateinische Vergangenheit sehr geholfen. Dafür hat man Philosophie, dass man sie anwendet, wenn man sie braucht, das ist der Witz dran. Und dann hat Christiane sich ungeheuer benommen. Und ich bin im Krankenhaus gewesen und dann war ich in der Rehabilitation und das rund ein halbes Jahr. Und Christiane ist mit dem Omnibus nach Klosterneuburg gefahren und auch im Winter und im Schnee und ich weiß nicht was. Und hat mich besucht und hat zu mir gehalten. Ich muss allerdings sagen, dass auch die Freunde zu mir gehalten haben. Wer mich da aller besucht hat, vom Harald Serafin bis zum Peter Weck und vom Georg Markus bis zum Heinz Holetschek und vom Wiener Militärkommandanten bis, also das war toll. Und die sind dort gewesen und haben was mitgebracht und haben für Stimmung gesorgt. Es war relativ leicht, das leicht zu nehmen. Und dann, jetzt kommt noch ein platter Satz, den ich manchmal im Spaß sage, aber der im Ernst anwendbar ist. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Ich danke dir schön und bleib bitte hier. Meine Damen und Herren, als praktizierenden Parteigänger der Deixschen Gnadenlosigkeitskultur haben mich die Karikaturen von Tex Rubinowitz nur selten in enthemmte Heiterkeit versetzt. Das hat sich bei Lektüre seiner Reiseerzählungen spektakulär geändert. Ein literarisches Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör Tex Rubinowitz. Waren Sie ein guter Schüler? Nein. Haben Sie als Kind mal was gestohlen? Natürlich. Ist Mama die Beste? Nein. Wirkt Fernsehen verblödend? Nein. Sind Sie ein Bildungsbürger? Nein. Stehermann oder Grissemann? Kann man auch beide sagen? Dann hätte ich anders gefragt. Ich sag Grissemann. Was regt Sie maßlos auf? Laute Gespräche, Lachen, Telefonierer, Rücksichtslosigkeit. Am Ende eigentlich Menschen. Wie sieht für Sie ein perfekter Tag aus? Lang schlafen,
Also das heißt 7 Stunden. Nein, aber lang. Ich gehe sehr spät zu Bett, lang schlafen, im Sommer weniger lang, dann schwimmen gehen, wenig essen und am Abend Fernsehen. Schauen Sie auf Ihre Figur? Nein. Es ist nichts vorhanden. Also es setzt nirgendwo was. Ah doch, also ich bekomme jetzt Busen, Brüste. Und das ist aber eine Altersgeschichte, also das hat auch mit meinem Bierkonsum zu tun. Also. Mhm. Bäuschel oder Kutteln? Also man darf ja nichts sagen, ne? Also nichts sagen. Kutteln. Wird man im Alter schrullig? Man selbst glaubt, dass man weiser wird, aber für die da draußen wird man schrullig. Das beste Buch der ganzen Welt? Italo Svevo, Zeno Cusini oder Knut Hamsun, Hunger. Mhm. Ist Armin Thurnherr eine coole Type? Armin Thurnherr ist ein wunderbarer Mensch. Aber ich, coole Type, das sind zwei Worte, die ich nie verwenden würde. Also das Wort cool ist, ich krieg da, also es gibt drei Worte, also geil, cool und das dritte Wort, ja, geil und cool, das geht nicht. Also das würde ich niemals sagen können. Also jetzt sage ich es zum ersten Mal in meinem Leben. Also Armin Thurnherr ist ein wunderbarer Mensch, aber cool und geil und Type würde ich nichts sagen. Sind Möpse geil? Der Loriot von Frau Hörbiger. Es ist ein interessanter Hund und ich habe ein bisschen Appetit bekommen. Aber ihn natürlich nur zu streicheln oder ihm einen Knochen vorzuwerfen, also ihn nicht zu essen. Ihr Lebensmotto lautet? Schauen wir mal. Welche Neurosen haben Sie? Das ist ein Strauß Neurosen, der so groß, so viel ist, dass ich gar nicht mal wüsste, wo ich anfangen sollte. Also diese Hauptneurose ist wahrscheinlich mit Menschen nicht gut umgehen können, weil ich nicht kompatibel bin mit vielen Dingen, die die Masse hat. Also Launen und laut sein und laut lachen und es geht einfach nicht. Und ich ziehe mich immer mehr zurück. Und Schwimmen ist zum Beispiel ganz gut, weil man beim Schwimmen eben niemanden hört, weil man immer unter Wasser ist und blubbert immer. Fische sind super. Haben Sie eine feminine Seite? Ja, meine Brüste. Wann waren Sie zuletzt berauscht? Zuletzt berauscht war ich, ja, alle 2 Tage bin ich berauscht. Bier oder? Bier. Ich muss mal meine Brüste züchten. Okay, danke, das war nett. Bitte. Herr Rubinowitz, willkommen. Was trinken Sie denn, Rotwein oder Rivella? In der Schweiz trinke ich sehr gerne Rivella und ich wundere mich, dass es hier Rivella gibt. Das ist nur wegen der Alliteration, es gibt es hier eh nicht in Wirklichkeit. Es gibt ja verschiedene Rivellas, es gibt grüne Rivella, blaue Rivella und rote Rivella. Wenn ich jetzt Rotwein verlangen würde mit einem Spritzer Rotwein, das ist zu kompliziert. Ich nehme ein Glas Rotwein. Ein Glas Rotwein, ja. Ich habe nämlich hier sonderbarerweise ein gelbes Rivella, das macht mir überhaupt Sorgen. Das ist vielleicht das Exportprodukt. Das macht dir nicht Sorgen. Jetzt hätte ich fast, fast die Weinflasche auf den Hund geworfen. Das wird ja immer ärger. Ich sage Ihnen was. Das sind Zustände hier. Außerdem halte ich das Glas immer falsch, aber wenn ich es so halte, wie man sollte, schütte ich meine Gäste über und über. Dankeschön. An. Da halte ich es wieder falsch. Habe ich komischerweise auf Lippenstiftspuren geachtet. Wirklich? Lippenstift sind drauf? Nein, wegen Rot. Das ist ja eine rote Glivella. Ach so. Schauen Sie mal, was ist das? Das ist mit Saccharin. Kunstzucker. Das klingt aber verlockend, nicht? Es klingt verlockend für mich, weil ich natürlich solche Sachen liebe. Also ich esse in der ich reise sehr viel und esse natürlich in der Fremde und trinke ganz viel. Saccharin auch. Werfen Sie so ein, merkwürdige Dinge. Nein, nicht so einwerfen, aber merkwürdige Dinge. Also ich bin nicht abgeneigt, auch Insekten zu essen oder. Ja, solche Sachen. Aber Hunde nicht in China zum Beispiel. Nein, in Korea. In Korea
Oh Gott, dieser Blick. Nein, das hätten Sie nicht sagen sollen jetzt, glaube ich. Na gut, es geht ja nicht um ihn. Er weiß es ja auch nicht. Oh mein Gott, dieser strenge Blick. In Korea ist man... Ich müsste jetzt diese Runde verlassen eigentlich. Eigentlich barbarisch. Ja, ich könnte es machen. Nein, es ist das heißt Bo Shin-tang in Korea. Ich weiß jetzt nicht über das Essverhalten in Nordkorea, aber in Südkorea Bo Shin-tang. Aber das sind keine Straßenhunde, weil die natürlich alles Mögliche fressen und irgendwie auch nicht gut sind. Die werden extra gezüchtet. Und der Suppenhund, der Bo Shin-tang, der wird gepflegt, also die haben sicher ein besseres Leben als unsere Schweine zum Beispiel, ne? Also die auch in Koben, in engen Koben. Also ich glaube, dass ein Suppenhund oder ein Bratpfannenhund in Korea ein besseres Leben hatte als unsere Händel oder Schweine. Aha. Da gibt es aber nicht so Legebatterien. Ich meine, zumal der Hund ja nicht legt. Nein. Es ist, Hunde sind sehr teuer, also Esshunde sind sehr teuer. Es ist eine Spezialität und also auch zart. Und man weiß, dass der ein gutes Leben hatte, im Gegensatz zu den Straßenkötern, die man sonst in Bulgarien oder sonst wo kennt. Ein grauenvoller Dialog, muss ich Ihnen sagen. Aber entschuldigen Sie, also, warum soll ein Hund weniger genießbar sein oder essbar sein als ein Schwein? Ich finde, ich weiß nicht, ich will jetzt Hunde nicht disqualifizieren oder diskriminieren. Aber wer wertet, ob ein Schwein minderwertig ist oder ein Fisch minderwertig ist als ein Hund? Also wenn wir konsequent wären, ich will jetzt nicht in die Richtung Kannibalismus gehen. Wollte ich gerade sagen. Dieser Herr in Deutschland wäre demnach ein Avantgardist der Gleichberechtigung der kulinarischen. Ist das richtig? Na gut, da ging es um Sexualität. Aber der hatte ja nicht Hunger, sondern das war ein Liebesbeweis. Ja, verstehe. Aber ich weiß nicht, warum man da so werten soll. Also welches Tier ist essbar nur wir haben halt diese Schoßtiere, die Katzen und die Hunde und den Wellensittich. Und ich würde mir auch natürlich keinen Wellensittich in die Bratpfanne hauen. Wir haben uns gerade über Faschiertes unterhalten, uns lobend über Faschiertes geäußert. Ja. Und ich oute mich jetzt als einer, der die ganze Zeit ganz hart entlang geht am Abgrund zum Vegetarier sein. Also das ist wirklich blöd. Oder was in der Extrawurst ist. Ne? Das sind Augen, sind Hufe. Das sind all die Abfälle, die wir nicht in eine Schnitzelform bringen. Wie sind wir jetzt plötzlich in eine Kochsendung geraten? Weil hier ganz viele Kochbücher sind. Ich sehe es hier. Also Sie haben es gibt ja so wenig Kochsendungen. Ja, genau. Ja, eben. Loriot ist außerdem kein Hund. Loriot ist ein Mops. Ein Mops ist ein Zustand kein Hund. Ja. Okay? Sie können jetzt reden über alles. Könnte man ausnahmsweise allenfalls vielleicht doch zur Literatur zurückkehren? Entschuldigung, jetzt natürlich. Jetzt sind wir langsam plötzlich in der Kochkunst angelangt. Sind Sie dran. Wie soll ich sagen, in den Außenstellen der Kochkunst. Ganz schön. Ja. Sagen Sie bitte eines. Ich habe gerade vorher gesagt, ich bin ja eigentlich ein Verehrer dieses Teichschen brachialen Realismus. Wenn ich aber andererseits sehe, wie Sie zum Beispiel den Auswurf bei Lungenentzündung mit einer Farbenpracht ohnegleichen in diesem Buch schildern, wäre das nicht ein bildnerischer Weg auch? Das wäre zu billig. Also ich finde, bei Dykes, wenn das möglich ist, das zu sagen, also Dykes war zu einer Zeit, hatte seine Berechtigung. Ich mag ihn auch ganz gern, nur er wiederholt sich, er tritt auf der Stelle. Und Österreich als fette, schnitzelfressende Menschen darzustellen, reicht mir nicht. Und so ist es bei mir auch. Also ich würde bestimmte Dinge, also Eiter oder so, nicht zeichnen können und nicht wollen. Und ich glaube, dass vieles in der Fantasie viel besser aufgehoben ist, wenn man es beschreibt. Man muss nicht alles zeigen. Und ich bin jetzt nach Hallstatt gezogen, im Salzkammergut, ein kleines Häuschen da gemietet. Und jeder kennt Hallstatt. Massen von asiatischen Touristen werden da durchgeschleust. Ja. Und um 18 Uhr verschwinden die alle. Und diese Asiaten, in erster Linie Chinesen, Koreaner und Japaner, schauen gar nicht mehr mit ihren eigenen Augen, sondern immer mit ihren kleinen Geräten. Und sie lassen dieses kleine Gerät entscheiden, was es wert ist, gespeichert zu werden. Milliarden von Fotos werden fotografiert, die niemand mehr anschauen kann. Selbst die Leute, die das fotografieren, können es nicht anschauen. Und es beginnt ein Wechsel, also dass die Leute nicht mehr schauen oder nicht mehr sich vorstellen können, also wie schön das ist. Also früher hat es keine Fotoapparate gegeben oder es war sehr kompliziert zu fotografieren. Man hat 2 Wochen warten müssen, bis die Fotos angekommen sind, dann waren die alle schlecht belichtet und die Oma hatte rote Augen. Ja. Aber
Vieles ist einem Paradigmenwechsel unterworfen und so auch die, das, was man beschreiben soll, ist, glaube ich, am besten aufgehoben in der Beschreibung, im Wort, als im Bild. Also deswegen verzichte ich darauf. So das Bild ist die Reduktion, also wenn ich das richtig verstehe. Das Bild ist vollkommen wertlos, aber das geschriebene Wort ist viel, viel mächtiger, weil man viel, viel mehr Interpretationsspielraum hat. Und obwohl es natürlich für Kotze, also ich interessiere mich für Kotze, also wenn ich Kotze auf dem Fußboden sehe. Es ist natürlich interessant, was hat der gerade gegessen, in welchem Verdauungsgrad war es. Es ist halt so. Also wir verdauen alle und es gibt wunderschöne Worte für Kotze, also Straßenpizza oder Gähnen in Coda Color. Das ist eine der schönsten Umschreibungen. Es wird nicht schlecht. Nein, überhaupt nicht. Ich lache verschämt in mich hinein. Das ist ganz was anderes. Ach, mir wird nicht schlecht. Hören Sie, ich bin seit 30 Jahren Theaterkritiker. Was glauben Sie, wie geschwind mir schlecht werden müsste, ununterbrochen. Sagen Sie mir was anderes. Jetzt habe ich nun zwei Titanen der Reiseliteratur hier vor mir. Er liebt Italien. Sie sagen, Italien macht es einem nicht leicht, Italien zu lieben. Wie bringt man es dann doch hin dort? Das ist eine Ambivalenz. Ich fühle mich nicht glücklich damit, wenn bestimmte Zustände oder Länder glorifiziert werden. Also warum soll Italien das Xanadu oder das wunderschönste Land von allen sein? Es gibt auch viele, viele Probleme in Italien, auch soziale Probleme. Also ich finde Italiener unglaublich lächerlich, weil sie wahnsinnig eitel sind. Und durch die Eitelkeit, sie die ganze Zeit sich anschauen und wie sie wirken, wie sie gehen. Sie haben eine bestimmte Art zu gehen und sie rollen die Füße ab. Und in jedem Fuß gibt es 17 Muskeln. Und jeder 17 Muskel braucht die Aufmerksamkeit, die er braucht, um vorzukommen. Und das ist natürlich unglaublich lächerlich. Also sie machen sich sehr, sehr oft lächerlich. Deutsche machen sich auch lächerlich, Österreicher machen sich auch lächerlich. Ja. Finnen machen sich auch lächerlich, aber wie Finnen sich lächerlich machen, ist mir näher. Und ich bin ein Norddeutscher und ich habe eher diese Tendenz nach Norden. Und die Verrücktheit der Finnen ist eher entspricht mir mehr. Also weil die so daneben sind und sie können so über sich lachen und auch über sich weinen. Und da ist dieses Theatralische, was die Italiener auf der Piazza am Abend nach 18 Uhr machen. Ich kann darüber nur noch lachen. Eine Frage, bitte. Sprechen Sie Italienisch? Nein, aber ich kann sie lesen. Das macht sehr viel aus, natürlich. Na gut, aber das ist ja auch eine theatralische Sprache und es wird sehr viel geredet um nichts. Also aber man versteht die Menschen besser, wenn man die Sprache spricht. Das ist eine operale Sprache, gell? Das ja, ist eine, das ist reine Musik. Das weiß ich nicht. Aber letztlich ist das doch ein Sauerstoffaustausch, der passiert so plappern, plappern, plappern. Also was es macht das Leben leichter. Dann gäbe es nicht diese breite und ausgezeichnete italienische Literatur, wenn es nur ein Sauerstoffaustausch wäre. Es gibt eine ganz wunderbare italienische Literatur. Es gibt zwar den Siegfried Lenz, um bei Norddeutschland zu bleiben, aber sonst gibt es vielleicht im Süden doch mehr als in Finnland. Und deswegen, aber, also, das ist nicht nur so mit der Sprache. Aber Herr Tötschke, die Italo Svevo zum Beispiel, italienische Literatur, ein Mann, der unglaublich viel Zweifel hatte, der sich gehasst hat, der vom Rauchen wegkommen wollte und verzweifelt war und es hat nicht funktioniert und musste James Joyce kommen und ihn nach Paris schicken und dann hat es ein bisschen funktioniert und dann war er dann noch immer wieder in seiner Mühle drin. Ich finde Italo Svevo fast finnisch in seinem selbstreflektiven Zweifel andauernden. Ich sag nichts jetzt, ich rühme jetzt nicht Einzelne, aber sagen Italo Svevo, dann sage ich Ihnen zum Beispiel, ich hau in dem Buch, wo natürlich sehr viel Soziales vorkommt, das Buch ist ein sehr kritisches Buch, ich hau in dem Buch Kurt Erich Schuckert in die Pfanne, Curzio Malaparte, der macht mich richtig lustig. Ja, ja. Also das ist natürlich alles nicht eins, das ist mir schon klar. Aber wenn ich denke zum Beispiel an absolute Genies wie Luigi Pirandello oder Umberto Eco oder noch ein paar andere, das sind vielleicht nicht ihre Lieblinge, aber sind einige von vielen von mir. Und da liege ich schon vor Begeisterung flach. Vor allem wird jetzt sicher bald eine Dissertation, das Finnische an Italo Svevo geschrieben. Das wird doch interessant. Ne? Ja, also man müsste mal googeln, vielleicht gibt es das schon. Also ich bin dran, sagen wir es mal so. Ja, würden Sie selber allenfalls dieses Thema bearbeiten? Ja, warum nicht? Wie fühlt man sich als Mitglied der größten Migrantenfraktion in Österreich? Sind nicht die Türken, die Deutschen sind mit großem Abstand die meisten, vom Burgtheaterdirektor bis zum Putzmann nahezu überall an Supermarktkassen
Überall findet man euch. Ja, Sie duzen mich sogar. Das war nicht ausgemacht. Entschuldigung. Ich bin jetzt seit 27 Jahren in Österreich und ich bin länger in Österreich als in Deutschland. Michael Heldtaub. Robert Mayer, also viele, viele, wo man das gar nicht mehr merkt und gar nicht mehr in Frage stellt. Ich habe, als ich nach Österreich gekommen bin, versucht, natürlich bestimmte Fallen, Wortfallen, linguistische Fallen, mich zu assimilieren. Also das Schlimmste ist also Topfenkulatsche. Deutsche können Topfenkulatsche. Also auch wenn ich das jetzt versuche, Topfenkulatsche zu sagen. Ja, sie das klingt aber nicht schlecht. Also das A ist zu kurz. Genau. Gulatsche. Sagen Sie nicht Quarktasche. Nein. Das war ja mir schon ganz von Anfang an klar, dass man nicht Tüte sagt und nicht Quarktasche, sondern ich habe das halt versucht, aber ich bin ganz schnell drauf gekommen, dass man sich noch zum Lächerlichen macht, ja, wenn man das versucht. Und deswegen habe ich das versucht, ein neues Wort zu finden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel statt Sackerl, ich wollte nicht Sackerl sagen, weil ich das nicht kann, weil das peinlich ist, und Tüte nicht sagen, weil das sofort zuordnenbar ist, habe ich dann gesagt, ein Beutel. Oder eine Tasche. Und so kann man sich dann durch diese linguistischen Archipele manövrieren. Ja, vorbildliches Assimilationsverhalten. Nein, Österreichern, ja, sie lachen, weil ihnen das viel leichter fällt, von einer weichen Sprache hart zu sprechen. Sie können hart Deutsches sprechen. Wir kommen aus dem Harten und wir können schlechter weich sprechen. Also, das ist ganz interessant. Aber das ist so. Ganz interessant. Es ist so. Und dann haben Sie noch den Vorteil, dass Österreicher natürlich geliebt werden in Deutschland. Ach, sprechen Sie doch wienerisch und sprechen Sie doch, das klingt so schön. War ein Bekannter von mir, eine Rockband namens Die Ärzte, in Wien aufgetreten, in der Stadthalle. Ja, jetzt gerade. Nein, nicht Stadthalle, wie heißt das, hinter Bahnhof? Stadthalle. Ja, ja. 16.000 Leute, zweimal 16.000 Dings gefüllt. Und ich habe ihn vorher getroffen, ein ganz lieber Freund. Und Deutsche wollen immer wienerisch reden. Und das ist immer peinlich. Und dann hat er gesagt, ich habe zu ihm gesagt, Farin, sprich nicht wienerisch, das ist peinlich, du machst dich zum Affen. Und was hat er dann gemacht? Er ist dann auf die Bühne gegangen und hat tatsächlich wienerisch geredet. Text und Bühne, es hat mir verboten, wienerisch zu reden. Und, ich habe mich natürlich geehrt gefühlt, vor 16.000 Leuten erwähnt zu werden. Ihr hättet es erleben müssen. Da hier ist der Ben Becker gesessen, hat ein ganzes Interview lang wienerisch gesprochen. Ja. Bis heute noch habe ich Ausschlag irgendwo im Nacken, wenn ich dran. Weißt du, dann sagen Sie auch noch veanerisch. Das sind aber nicht die Fortgeschrittenen. Das ist so eine komische Folklore. Also auch Helge Schneider macht das. Also viele, viele machen das. Und dadurch, dass ich jetzt 27 Jahre schon da bin, weiß ich, dass es... Sie mögen das nicht. Also es kommt nicht gut an. Aber es ist ja irgendwie, man weidet sich auch dran. Ihr könnt nicht wieder sprechen, also versucht's mal, aber wir haben das Recht, euch auszulachen. Jetzt muss ich Ihnen trotzdem ein Kompliment machen. Es ist, wenn man lange in Deutschland war und kommt zurück und man hört die österreichischen Nachrichten im ORF, Verzeihung, ist es an der Grenze des Komischen und des manchmal Unerträglichen. Die Sprache verschlammt. Ja. Sie verschlammt im ORF. Ja, auch von den Gesten und von der Dramaturgie. Es ist manchmal nicht erträglich. Ja, ja. Man schämt sich. Ja. Es ist so, wie wenn die Politiker aus Bayern nicht richtig Deutsch sprechen, die werden in Berlin ausgelacht. Ja, aber es gibt wunderbares Wienerisch, wie der Oskar Werner das gesprochen hat. Ja. Aber es gibt Kollegen, die glauben, wenn sie Wienerisch sprechen, sind sie in Hamburg schon beliebt. Das stimmt lange nicht mehr. Wienerisch allein genügt nicht. Ja, das Problem der Nachrichtensendung ist, dass erstens die Nachrichten immer verknappter werden, die Zeit weniger wird. Und dass natürlich durch die deutschen Privatsender, die auch nach Österreich strahlen, ein deutsches Vokabular nach Österreich reinstreut. Und ich kann mich erinnern, als ich nach Wien gekommen bin oder nach Österreich gekommen bin, da gab es das Wort Tschüss nicht. Also das war verboten. Also das hat niemand gesagt. Also, heutzutage sagen das alle. Auch durch alle Schichten und alle Altersgruppen. Und es gibt ein sogenanntes Infotainment-Verhalten, dass in den Nachrichten nicht mehr die normalen klassischen Nachrichten neutral runtergelesen werden, sondern es muss immer ein kleines Witzchen gemacht werden. Also so
Aber das kommt aus Amerika, das ist keine deutsche Schuld. Es muss immer irgendwas locker. Aber das vermisse ich bei den Österreichischen. Sie sprechen einfach eine Melodie die Melodie braucht mehr Zeit. Und jetzt sagt man ihnen, dass sie kürzer sein sollen, weil der Text zum Bild passen muss. Ja. Und dadurch ist die Melodie weg und dann sprechen sie so, dass man sie nicht versteht. Oder sie haben nicht sprechen gelernt. Ich finde es eine Schande, entschuldigen Sie, wie manche Moderatorinnen in Österreich sprechen. Gilt selbstverständlich nur für das Privatfernsehen. Und wir haben hier die österreichische Melodie wirklich sehr orchestral beinahe ausgebreitet. Und darum haben wir auch so stark überzogen. Und das ist der Grund, aus dem ich jetzt danke, dass Sie noch bei mir bleiben. Damit sind wir auch schon fast am Ende. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Er führt in die Tagesaktualität. Wenn Sie immer schon wissen wollten, wie aus inferioren Gnomen mächtige Politiker werden können, nehmen Sie die Erzählung Klein Zaches, genannt Zinnober, meines Lieblingsautors E.T.A. Hoffmann zur Hand. Der wusste schon 1819 alles. Zu E.T.A. Hoffmann auch meine heutige einfache Quizfrage. Wer schrieb über ihn eine Oper, in der mittelbar auch Klein Zaches auftritt? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen Druck in limitierter Auflage des Porträts, das Oskar Stocker von Christiane Hörbiger gefertigt hat. Übrigens sind wir seit kurzem auch im Internet zu finden. Wenn Sie ein bisschen Zeit haben, besuchen Sie uns bitte. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Jetzt machen wir noch ein bisschen Blabla. Ich hätte so gerne eigentlich die Mailadresse gesagt, aber die haben Sie mir jetzt im Tempo vorgetragen. Und die weiß ich wirklich nicht auswendig.